Ja, hi, ich bin der Maxi, ich bin hier von Foodsharing Gießen. Wir sind eine Gruppe, die sich verschrieben hat, die Lebensmittel vom Wochenmarkt und anderen Geschäften und Institutionen zu retten. Retten heißt, dass wir die Lebensmittel, die nicht mehr gebraucht werden, also die nicht mehr verkäuflich sind, abholen. Wenn man jetzt eine Steige Ananas kauft und davon hat eine Ananas eine unschöne Stelle, dann kann man diese Ananas nicht mehr verkaufen. Das heißt, diese Ananas wird im Regelfall weggeworfen und das wollen wir verhindern, indem wir zu den Händlern gehen und die Sachen abholen. Für die Händler somit quasi Arbeit, denen Arbeit abnehmen und wir diese Sachen, die wir gerettet haben, wieder anderen Menschen zuführen können, dass es gegessen wird. Lustigerweise haben fast alle gesagt, wir wollen da nicht mitmachen von Anfang an. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Wir sind hingegangen und habt ihr was für uns? Nee, wir haben keinen Müll. Und naja, dann waren wir nächste Woche wieder da und die Woche drauf wieder da. Und die haben gemerkt, dass wir das ernst meinen, dass wir nicht mal eben noch ein bisschen Müll abgreifen wollen, damit wir was zu essen haben, sondern dass wir es ernst meinen und dass es uns um die Lebensmittel geht und nicht, damit wir satt werden. Und jetzt gibt es, glaube ich, keinen Stand, der explizit Nein sagt. Also es machen alle mit. Ich will es nicht fortschmeißen, ganz einfach aus dem Grund. Und wenn das noch jemand verwerten kann, ist das vollkommen in Ordnung. Zum Beispiel, wenn es reife Banane ist, die kann ich nicht bis zum nächsten Wochenmarkt, kann ich die aufheben. Also was mache ich? Ich gebe denen die. Einmal, weil es kostenlos ist und weil es einfach auch gut ist, wenn man die ganzen Lebensmittel eben rettet oder so. Ich meine, bevor es weggeworfen wird, die meisten Sachen sind auch gut und nur ein paar kleine Schönheitsfehler, das ist ja vollkommen hinnehmbar. Die Würstchen gebe ich meinem Nachbarn, der ist schwerstbehindert und das ist immer schön einfach, wenn hier mittwochs was Leckeres reinkommt, dann kann ich ihm ein Essen zaubern. Und?